Fieber, was tun? In über 3 Jahrzehnten als Arzt habe ich eine Menge Erfahrung mit Fieber, fiebernden Kindern und ihren besorgten Eltern gemacht. Wenn Sie mehr darüber lernen möchten, wie Sie am besten mit Ihrem fiebernden Kind umgehen sollten, bleiben Sie dran. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Dass Fieber eigentlich eine natürliche Reaktion des Körpers ist, das wissen Sie bestimmt. Der Körper kann bei höherer Temperatur einfach besser gegen die Krankheitskeime vorgehen und deshalb nutzt er Fieber als eine natürliche Waffe gegen Infektionen. Doch trotz dieses Wissens hat nach meinem Empfinden im Laufe der letzten 30 Jahre die Angst vor dem Fieber eher zu als abgenommen. Ich bekomme Anrufe, in denen die Eltern voller Verzweiflung davon berichten, dass ihr Kind 39,9 Grad Fieber habe. Sie haben bereits ein Fiebermittel gegeben, wissen jetzt nicht mehr weiter und fragen, ob sie deshalb sofort ins Krankenhaus fahren sollen. Oder Berichte von Eltern in der Sprechstunde, dass sie mehr oder weniger zufällig entdeckt hätten, dass sich ihr Kind heiß anfühle, sie 38,5 Grad Fieber gemessen und deshalb sofort ein Fiebermittel gegeben hätten, stimmen mich traurig, ja, auch ein bisschen verzweifelt. Wann ist Fieber gefährlich? Durch solche Anrufe und Berichte muss ich erfahren, dass es mir und meinen Kolleginnen und Kollegen offensichtlich bis heute nicht gelungen ist, einen angstfreien und natürlichen Umgang mit Fieber zu vermitteln. So ein natürlicher Umgang ist, wie ich meine, sinnvoller für alle Beteiligten. Viele Eltern glauben, Fieber könne ab 40 Grad bleibende Schäden verursachen. Ich sage Ihnen, ich habe viele hunderte Kinder erlebt, die weit über 40 gefiebert haben, ohne einen nennenswerten dauerhaften Schaden zu erleiden. Ja, es gibt sogar 2 häufige Krankheiten bei Kindern, das 3-Tage-Fieber und die Mundfäule, für die es typisch ist, dass das Fieber sehr hoch ist und bis 42 Grad steigt. Ich will damit sagen, dass der menschliche Körper offensichtlich in der Lage ist, mit hohen Temperaturen umzugehen. Objektiv scheint es so zu sein, dass spätestens ab 42,6 Grad Celsius das Fieber tödliche Folgen haben kann. Grundsätzlich können wohl ab 40 Grad die Eiweißmoleküle in unserem Körper durch die Hitze beeinträchtigt werden. So wie wir bei 40 Grad Außentemperatur ja auch beeinträchtigt sind. Aber kurzfristiges, hohes Fieber bis 42 Grad Celsius scheint keinen dauerhaften Schaden anzurichten. Zumindest habe ich das bei all meinen hochfiebernden Patienten nie erlebt. Die Angst der Eltern. Ich sprach über die Angst, die die Eltern befällt, wenn ihr Kind fiebert. Daraus entwickelt sich natürlicherweise das dringende Bedürfnis, etwas dagegen zu tun. Und genau das ist nicht in jedem Fall sinnvoll, ja sogar manchmal kontraproduktiv. Ich erlebe Kinder, die zwar fiebern, aber dabei nicht sehr beeinträchtigt sind. Sie trinken und lassen sich auf dem Arm durch vermehrte Zuwendung beruhigen. Diesen Kindern ein Fiebermittel zu geben, nur weil sie Fieber haben, ist in meinen Augen völlig sinnfrei und manchmal schädlich. Nicht nur, dass das Fieber sowieso nur kurze Zeit sinkt, nämlich 1,5 bis maximal 4 Stunden, sondern es hat auf den zeitlichen Verlauf der Krankheit keinen positiven Einfluss. Ja, vielleicht ist es sogar eher nachteilig. Die Krankheit kann dadurch möglicherweise insgesamt eher etwas länger dauern, da das vom Körper bewusst erzeugte Fieber ja dazu dient, die Krankheitserreger besser und damit schneller zu bekämpfen. Kinder mit hohem Fieber sind eher platt und liegen deshalb idealerweise im Bett oder auf dem Sofa. So geben sie dem Körper genau das, was er braucht: Ruhe und Schonung. Eine Fiebersenkung führt dann oft dazu, dass die Kinder sich fitter fühlen. Sie stehen auf, springen herum und tun genau damit das, was sie nicht tun sollen. Unnötige Energie verschwenden, die das Immunsystem eigentlich zum Gesundwerden braucht.
Behandeln Sie nicht das Fieber, behandeln Sie das Kind. Was ich Ihnen ans Herz legen will, ist folgende Bitte. Behandeln Sie nicht das Fieber, sondern das fiebernde Kind. Was heißt das konkret? Zwei Beispiele dazu. Ein fieberndes Kind, das offensichtlich nicht leidet, ausreichend trinkt und einigermaßen schlafen kann, beziehungsweise sich durch liebevolles um sich kümmern der Eltern gut beruhigen lässt, braucht keine Fiebersenkung, solange es unter 42 Grad bleibt. Umgekehrt kann ein Kind mit niedrigem Fieber durchaus von einem Fiebermittel profitieren, wenn es nämlich wegen Schmerzen sehr unruhig ist, deshalb nicht trinkt und nicht schläft, kann es sich durch ein Fiebermittel etwas erholen, auch wenn seine Wirkung nur ein paar Stunden anhält. Das Kind kann in dieser Zeit wieder etwas trinken und Schlaf finden. Fiebermittel sind immer gleichzeitig auch Schmerzmittel und deshalb steht auf der Packung auch gegen Fieber und Schmerzen. Das ist ganz praktisch, da Fieber oft Gliederschmerzen und Kopfschmerzen auslöst und ein Fiebermittel diese Beschwerden lindern kann. Die bei Kindern am häufigsten eingesetzten Fiebermittel sind Paracetamol und Ibuprofen. Welches von beiden besser wirkt, ist individuell verschieden, aber mit der Zeit wissen Eltern, auf welche Substanz ihre Kinder besser reagieren. Wie oft sollte ich das Fieber senken? Vor über 30 Jahren gab es für Kinder ein Fiebermittel, das Paracetamol. Dann kam das Ibuprofen dazu und damit, so mein persönlicher Eindruck, stieg auch die Bereitschaft, schneller zu einem Fiebermittel zu greifen. Insbesondere ist das Abwechseln der Fiebermittel in Mode gekommen. Laut Beipackzettel sollte man das gleiche Fiebermittel nicht häufiger als alle 6 oder 8 Stunden geben. Die beiden verschiedenen Substanzen abzuwechseln ermöglicht deshalb eine Gabe alle 3 oder 4 Stunden. Natürlich ist diese Kombinationsmöglichkeit im Einzelfall durchaus sinnvoll und ein Segen für die kranken und leidenden kleinen Patienten. Aber es sollte eben keinesfalls eine Routine sein, nur weil das Thermometer eine scheinbar hohe bedrohliche Zahl anzeigt. Wenn Ihr Kind nicht ernsthaft beeinträchtigt ist, sollten Sie auf Fiebermittel verzichten. Es reicht auch aus, wenn Sie die Temperatur nur dann messen, wenn sich der Zustand Ihres Kindes verschlechtert. Bedenken Sie, jede Medizin hat erwünschte und unerwünschte Wirkungen. So kann Paracetamol zum Beispiel in Überdosierung Leberschäden hervorrufen. Und zu viel Ibuprofen kann die Nieren überlasten. Warum fiebert mein Kind eigentlich? Ich habe bisher noch gar nicht über den Auslöser von Fieber gesprochen. Das ist meist eine Krankheit, auf die der Körper mit Fieber reagiert. Am besten wäre es natürlich, die Krankheit so zu behandeln, dass der Körper zur Heilung Fieber gar nicht benötigt. Das gelingt aber deshalb nicht, weil die meisten fieberauslösenden Erkrankungen von Viren hervorgerufen werden, gegen die es keine Medizin gibt. Typischerweise verursachen Viren oft einen wechselnden Fieberverlauf. Das heißt, morgens ist die Temperatur tendenziell niedriger und abends steigt das Fieber. Dieser Temperaturverlauf wiederholt sich meistens über 3 bis 4 Tage. Wann muss mein Kind zum Arzt? Bei Säuglingen, also Kinder unter einem Jahr, sollte Fieber innerhalb von 24 Stunden auf seine Ursache hin untersucht werden. Je mehr der Säugling durch das Fieber beeinträchtigt ist, umso schneller. Säuglinge, die nicht mehr trinken, müssen beispielsweise rasch ärztlich untersucht werden. Bei fiebernden Kleinkindern hängt es davon ab, wie der Allgemeinzustand ist und ob die Fieberursache leicht zu erkennen ist. Ein Schnupfen mit Husten und Fieber, der das Kind nicht sehr beeinträchtigt, muss nicht gleich untersucht werden. Meist wird es am 3. oder 4. Tag von alleine wieder besser. Wenn es sich verschlechtert oder nicht besser wird oder andere Symptome wie Ohrenweh dazukommen, ist ein Arztbesuch nötig. Bei Fieber mit einem Hautausschlag, insbesondere bei einem, der sichtbar bleibt, wenn Sie leichten Druck auf die Haut ausüben, ist ebenfalls eine Arztkonsultation rasch erforderlich. Hier könnte es sich um eine Meningokokkeninfektion handeln. Schauen Sie dazu mein Video an, denn darüber sollten Sie sich im Voraus informieren. Ebenso sollten Sie rasch zum Arzt gehen, wenn Fieber mit Kopfweh und
Nackensteifigkeit einhergeht. Prüfen Sie, ob der Kopf gebeugt werden kann, indem Sie mit Ihrem Kind den Kniekuss probieren. Solange dieser problemlos möglich ist, liegt sicher keine Meningitis vor. Um Kopfschmerzen bei Fieber zu lindern, empfehle ich einen kaltfeuchten Umschlag auf der Stirn. Durch Fieber ausgelöste Gliederschmerzen werden zwar durch Fieberschmerzmittel besser, aber sie bessern sich auch durchs Ausruhen und Liegen. Sie erinnern sich, der Körper soll bei Fieber geschont werden. Wenn Sie Fiebermittel geben, weil Sie Angst vor einem Fieberkrampf haben, sollten Sie unbedingt mein Video darüber anschauen. Nach meiner Erfahrung sind tagsüber Fiebermittel oft verzichtbar, aber nachts können sie wertvoll sein, weil die kleinen Patienten und deren Eltern dann besser schlafen. Wann kann mein Kind wieder in die Krippe, Kita, den Kindergarten oder die Schule? Fieber ist immer eine Ausnahmesituation und bedeutet, dass alles Anstrengende vermieden werden soll. Also kein Besuch der Krippe, Kita, Kindergarten oder Schule. Es gibt Eltern, die ihren kranken, nachts fiebernden Kindern morgens das Fieber mit Fiebermitteln wegdopen und sie in die Betreuung gehen. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da hat doch niemand was davon. Das Kind nicht, weil es nach 2 Stunden wieder auffiebert und in der unruhigen Umgebung darunter besonders leidet. Die Eltern auch nicht, da sie ihr Kind wieder abholen müssen und die Krankheit damit womöglich verschleppen und verlängern. Für Gemeinschaftseinrichtungen gilt die Regel, dass ein Kind, wenn es krank war, mindestens 24 Stunden ohne Fieber und in einem unbeeinträchtigten Allgemeinzustand gewesen sein muss. Nur dann kann es ausreichend stabil sein und wieder in die Krippe, Kita, den Kindergarten oder die Schule gehen. Jetzt bin ich auf Ihre Kommentare und eventuellen Fragen gespannt. In 4 Wochen möchte ich in einem besonderen Video auf Ihre Kommentare eingehen und Ihre Fragen beantworten. Ich freue mich darauf. Am meisten aber würde ich mich darüber freuen, wenn Sie zukünftig meine Bitte beherzigen. Behandeln Sie das fiebernde Kind und nicht das Fieber.